Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Nier Automata. Und wir sind im Bunker, den wir vorhin so glorreich gesprengt haben. Und zischen jetzt hier ab. The hangar's up ahead. Let's go. Ich weiß, wo der Hänger ist. Nein, es. Da ist ein verdammtes Flight Unit Symbol auf dem Boden. Und da zeigt ein rotes Ding hin, dass ich da hin soll. Nein, es. Yay! Ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein. Oh, yes! Sieht so geil aus. Und ja, es fühlt sich wirklich so schön an, das zu steuern, wie es aussieht. Und ich bin mir ziemlich sicher, es sieht geil aus. Ach, diese Musik. Why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. Mein S, ich könnte es dir erzählen, aber dann müsste ich dich töten. Ich weiß mehr als du, Kleiner. Ups, wieso haben wir das nicht überlebt? Hier sieht man nochmal sehr schön, dass der Nahkampfangriff auch die schwarzen Kugeln kaputt kriegt. Raketensperrfeuer. Braucht kein Mensch. Ich mach das so. Oh, wieso hast du denn das überlebt? Leider ist das Raketensperrfeuer ziemlich schwach. Ich zeige euch das mal. So sieht das aus. Es zerstört nicht diese schwarzen Bubbles. Wenn man im Nahkampf bleibt, dann erased man sozusagen auch schon die schwarzen Bubbles. Ich kann auch beides angreifen und schlagen, soll nicht das Problem sein. Man sollte da vielleicht nicht stehen bleiben, aber ich dachte, ich tank das mal mit meinem Gesicht. Bunker 2B, come in. I've set a landing point for your flight units. You'll be touching down quite a ways from the resistance camp, unfortunately. Sorry for the trouble. Unfortunately. The enemy discovering their position. Understood. Good luck down there. Eigentlich ist es ziemlich in der Nähe des Camps. Ah, Unterwäsche. Tschüss, Flight Units. Hab euch lieb. Heidi GDL. Mano. Ah, Unterwäsche. Hör auf damit, 2B. Du verführerisches Monster. Warum liegt hier nichts? Ich will, dass da was drin liegt. Die Truhe ist auch öff. Ich dreh durch. Hat er sich das echt gemerkt, dass ich diese Truhen schon... Ach so, Moment, das könnten Truhen mit besonderen Gegenständen sein. Das könnten sowas wie Waffen sein, glaube ich. Irgendwie war da mal was. Wir können bestimmte Truhen, konnte ich ja wieder öffnen und andere Truhen wiederum nicht. Ich glaube, das hat was mit dem Inhalt zu tun. Man kann auch keine Waffen zweimal kaufen. Dieses Gebäude hier zum Beispiel... Dieses Gebäude zum Beispiel hat auch mehrere Geheimnisse. Zum Beispiel kann man hier einmal ganz bis nach unten durchfallen. Es gibt nämlich noch ein Kellergeschoss und das ist voll mit Schatztruhen. Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen für dieses Spiel. Es lohnt sich sehr. Auch schon alleine diese Melodie weckt echt Erinnerungen. Also mega, mega Bock. Man kann auch sowas machen wie zum Beispiel von Fenster zu Fenster jumpen, wenn man das denn will, und dann wird man Loot finden. Ist das nicht geil? Bernstein erhalten und eine Truhe. Scheinbar war dort etwas Seltenes drin, denn sie ist... Guck mal hier, wir können sogar noch einen weiter. Upsala. Hopp, hopp, yay. Ja, solche versteckten Wege... Gibt's hier wirklich viel... Moment, welches Level seid ihr? 5? Seid ihr... Ernsthaft? Oh, sieht so geil aus. Oh Mann, sieht so geil aus. Warum sind die so schwach? Aber das wird ja ein verdammt schnelles Let's Play, Alter. Wenn die so bleiben. Gleich erstmal so einem Elch in die Fresse schlagen. Moment.
Yo, ey, bam. Ups, das ist auch so schwach. Shit. Warum ist das so? Die Dinger in der Luft sind doch auch, die Dinger in der Luft waren doch auch High Level. Ich meine, ist doch eigentlich geil, weil, dann können wir auch mit super schwachen Waffen noch unseren Spaß haben. Ich gehe jetzt mal auf dem direkten Weg ins Resistance Camp. Und wenn man durch Büsche sprintet, wird man angehalten. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. It's pretty weird. Ja, nein, S, meinst du? Ja, er hat recht. Wir werden nicht angegriffen. Aber ich, bam! Sau geil. Nein, er ist jetzt, hör auf damit rumzuspielen. Lass die. So, ab ins Resistance-Lager. Oh Gott, diese Unterwäsche. Klick, 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 klick. So this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. Ja, meinst du? Na gut, ich wollte eigentlich shoppen. Ah, na gut, dann reden wir erstmal mit der. Hallo Anführerin, und falls ihr euch falls es euch vorkommt, dass ihr komisch reagiert, das hat einen Grund. Du bist Nummer 2. You know about 2B? Yes, well, the bunker told me to expect you. Ausrede. My name is Anemone. Anemone, I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. Ja, auch wo es diese totschicken Schuhe gibt, die ich bei dir gesehen habe. So. Ah, gehörst du zur Joa-Einheit. Das ich auf dem Kopf trage. Das ist ein auf meinem Kopf platziertes elektromagnetisches Absperrvorrichtung, die allen unmöglichen Informationen dieser Welt abblockt. Haha. Und? Was ist dein Anliegen? Was bekümmert dich? Ich habe keine Sorgen. Hier ist es so eine Art Text-Tutorial, Was bedeutet es zu sterben? Wo soll ich jetzt hingehen? Ich leide an Motion Sickness. Das Spiel ist nicht mehr. Ich habe keine Sorgen. Das war ein lustiger Plausch. Komm mal wieder vorbei. Ja. Oder auch nicht. Hallo Shop. Ja, ich möchte bitte meinen Pot aufpimpen. Ernsthaft? Ernsthaft. Es fehlt schon wieder Low-Level-Zeug. Was gibt's denn hier? Das sind ja meine Kilfen. Moment, Sicherungschips. Da könnte ich was kombinieren. Und zwar kombiniere ich verkaufe alle Chips, die kein Viereck hinten dran haben. Das solltet ihr noch nicht tun, wenn ihr mit dem Spiel frisch anfangt. Baut ein, was ihr habt. Ne? Aber hier sieht man es zum Beispiel sehr gut. Waffenangriff plus 2 mit einer Raute verbraucht 6 Einheiten. Ja? Ihr seht die 6 dahinter. Hier ist ein Waffenangriff plus 2, der verbraucht 7. Es gibt sogar welche, die verbrauchen 10. Sogar 11. 12? Aber sie geben alle nur Waffenangriff um 8%. Ne? Also es gibt auch verschiedene Qualitäten von Chips. Und die beste Qualität sind die mit dem Viereck. Man hat einfach das Viereck, man sieht sofort, yo, das sind die besten Chips. Und ich lege nur die besten Chips zusammen und die anderen, die verkaufe ich. Jetzt habe ich tausende Warnungen gekriegt. Das lag einfach da drin,
weil der eine Chip eingebaut war. Man kann hier unter Fähigkeiten Plug-in-Chips anpassen und dann mache ich erstmal hier optimieren, damit sich die Chips wieder alle einreihen und dann habe ich da wieder einen Slot unten, wie ihr sehen könnt. Angriff und dann haben wir Waffenangriff plus 2, den hatten wir ja eben schon. Wir haben uns aber einen Waffenangriff plus 3 gebaut, der verbraucht nur 7, gibt aber 10%. Ich bin jetzt also um 2% stärker. Und so verbrauchen diese Chips eben Kapazitäten. Kapazitäten könnt ihr bei eben diesem Händler kaufen, wo wir gerade davor stehen. Bei ihr könnt ihr Pod-Programme kaufen, ihr könnt Pods aufwerten. Ihr könnt Sachen verkaufen, das ist nämlich das, was ich jetzt machen werde. Ich hatte ja von irgendetwas 99, 97 ist auch schon echt hart an der, upsala, hart an der Grenze. Machen wir hier 30 Stück weg. Defekten Schlüssel gleich hier, bam, 50 weg. Verbeulte Platte auch mal so, machen wir hier so 30 weg. 60 ist noch in Ordnung. 50 ist noch in Ordnung. Und jetzt kommen diese ganzen Chips. Und wie ich schon sagte, ich verkaufe die. Leider kann man jetzt nicht einfach markieren und dann in einem Flutsch verkaufen. Deswegen bitte immer ganz vorsichtig aufpassen, was ihr da eigentlich anklickt. Ausgerüstete Chips können nicht verkauft werden. Wie ihr seht, befindet sich hier kein Waffenangriff plus 3 mit einem Viereck hinten dran. Und auch wenn Waffenangriff 4 deutlich stärker ist als der, den ich eingesetzt habe, er verbraucht mir zu viel Kapazität. Er verbraucht 17 Kapazität. Sehe ich überhaupt nicht ein. Also weg. Und es gibt natürlich richtig Kohle. Ne? Erhöht Stärke von Niederschlagsangriffen. Schön, aber verbraucht viel zu viel. Deswegen auch hier weg. Kritische Treffer habe ich wohl neu. Sonst hätte ich den equipped. Aber ihr seht, ich habe ihn hier equipped. Ah, also kann man doch... Achso, hier ist der Waffenangriff plus 3 gewesen. Alles klar. Also kann man doch Chips aus Versehen wahrscheinlich verkaufen, die man equipped hat. Kritischer Treffer sehe ich gerade. Habe ich auch einen mit Viereck. Es würde sich mal lohnen, dass ich in einer ruhigen Minute noch einmal durchgucke. Feuerkraft habe ich auch eins mit Viereck. Ey, ich kann da richtig Ressourcen freilegen. Oh, ich habe Feuerkraft. Dann nehme ich das natürlich. Dann nehme ich das natürlich. Ich glaube, ich habe noch 8. 9. Der Unterschied ist gewaltig, ne? Das ist ein Vierer und der verbraucht nur 9 Ressourcen, also Kapazitäten. Und der Dreier hier ist schwächer und verbraucht 17 Kapazitäten. Ich kann das also schon mal getrost alles löschen und ich wähle mich nicht jetzt. Ich meine, wenn die Gegner wirklich so schwach bleiben, dann weiß ich auch nicht, was... Ich meine, das Spiel weiß doch, dass ich ein New Game anfange. Deswegen bin ich auch ein bisschen perplexed. Na gut, ich will euch hiermit auch nicht langweilen. Hier kann man die hier kaufen. Die Aufbewahrungschips-Letten und die wiederum können Sachen storagen. Ich mach mal Speer zur Abwechslung. Because why fucking not? Ja, tschüss. Dann geht ihr auf Fähigkeiten, auf Pod-Programme, wählt euren Pod aus und sagt ihr zum Beispiel Speer. Jetzt kann euer Pod Speere schleudern. Als gäbe es kein Morgen. Dann könnt ihr noch sehen, wie die Speere zum Beispiel aussehen werden. Und dann bam, 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 bam. Nicht so toll. Ja, probieren wir einfach mal aus. Jetzt haben wir hier Quests. Aufgabe Händler. Die können wir wahrscheinlich auch sofort abschließen. Ihr müsst das nicht lesen. Er hat einfach empfehlen Sachen. Und man kann ihm jetzt anbieten zu helfen. Ist jetzt alles kein Hilfe anbieten, kein Story geladene Nebenquest. Und okay. Zufällig ist mein Inventar schon voller Schrott, also kann ich ihm das bringen. These chores are a real pain in the butt, huh? The Resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah, yeah. Ja, solange sie reden, kann man nicht mit Händlern reden. Na
Na komm, nimm bitte die Teile. Dein kaputtes Bein, das interessiert dir keinen. Chromadraht, Bernstein, mittlere Erholung, 3G, 50 Erfahrungspunkte. Alter, schmeiß die Fuffis durch den Club. Dann werde ich ja gleich leveln, wie ich noch nie in meinem ganzen Leben gelevelt habe. Der Waffenhändler, der lohnt sich, den solltet ihr unbedingt machen. Er hat nämlich, ihm fehlen komplizierte Maschinen. Und dann müssen wir mal Hilfe anbieten und dann gehen wir diese komplizierten Maschinen mal eben suchen. Ansonsten funktioniert der Waffenhändler nicht und das ist der erste Waffenhändler, der euch zur Verfügung steht und ihr solltet eure Waffen gut in Schuss halten. Dieser Waffenhändler kann Waffen bis zur Stufe 3 aufwerten. Operator 6O to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Good to hear. Say, how's the weather on Earth today? Good? It's fine. Does that question have anything to do with our operation? Not really. I just figured it might feel nice to have some good weather. Feeling nice has no bearing on completing missions. That is so like you, 2B. Anyway, talk to you later. Auch wie schön der Musikübergang war, oder? Super finde ich das. Lass mich mal diesen Pod anmachen. Der hat, also, eigentlich hat er ein Scanner-Modul. Wir machen dich mal ausgeglichen. Hallo Pod, warum scannst du nicht? Er hat Scan nicht ausgewählt? Pod-Programme. Der hat das nicht ausgewählt. Wieso ist denn der leer gewesen? Das habe ich nie gehabt. Plant most of the central area. Big plants too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Hmm. Wonder if there are any huge boars and such too. Ja, sind es 9S. Und manche Sachen kann man nur mit dem Scanner-Modul finden. Leider Gottes. Golderz. Und man sieht, er wird dann immer aufgeregter, wenn man in die richtige Richtung läuft. So, zwei noch. Das könnte eins sein. Und da hinten sehe ich wieder Loot. Ja, das war auch eins, ja. Das war keins. Okay, vielleicht hier. Diese komplizierten Maschinen, die liegen hier einfach nur rum. Man muss die einfach nur finden. Deswegen ist die Quest auch... Ah, hier vielleicht. Nope. Deswegen ist die Quest auch ein bisschen verwirrend. Also, dass man jetzt hier lange genug herumlaufen soll, um etwas zu finden, habe ich beim ersten Mal nicht gerafft. Ernsthaft. Ich dachte, ich habe irgendetwas übersehen. Aber tatsächlich muss man hier einfach nur Sachen looten. Ich gehe mal durch die Mitte, da waren wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Mensch, das gibt's doch nicht. Oh, hier ist noch was. Und damit hätten wir alles. Tschüssikowski. Let's get these back to the trader. Fang! Overkill. Ach, das ist... Das finde ich doof, dass die Gegner alle so schwach sind. Vielleicht... verstehen tue ich es nicht. Wirklich, ich verstehe es nicht. Zumal die in der Luft hatten ja ein sehr hohes Level. Warum die hier nicht? Oh, was hast du entdeckt, Scanner? Irgendwas hat er hier, aber ich krieg's nicht angezeigt. Oh. Der Scan muss laufen, sonst kriegt ihr das nicht aufgehoben. 10.000? Wow. Wundert euch nicht, wenn ihr keinen Scan habt, den kriegt man erst ein bisschen später im Spiel.
Ja, die Waffen des Widerstandslagers sollen schließlich geil bleiben. Hey, du bist es. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Ich möchte mich für deine Hilfe bedanken. Dass hier alles wieder seinen Gang geht. Hier also ein paar Verbesserungsmaterialien. Vielen Dank. Möchtest du sie ausprobieren? Klar, Mann. Kaufen können wir nix. Habe ich schon alles. Hey, warum legen wir uns nicht mal den uralten Herrscher an und probieren den mal aus? Machen wir gleich mal, ja? Treue, stimmt. Das habe ich super spät gekriegt. Habe ich richtig Bock drauf, das Ding auszuprobieren. Phönixdolch. Perlen und defekten Schlüssel braucht das Ding. Maschinenschwert. Was können wir denn noch so alles? Mechanische Axt. Die Axt sieht voll geil aus, Alter. Bestienfluch. Meteoritsplitter. Schwarze Perle braucht der Speer. Der ist schon auf 4, ernsthaft? Und was braucht der? Auch eine schwarze Perle. Krummen Draht brauchen die Dinger. Ich hab hier drauf Bock. Meteoritensplitter? Wo soll man die denn finden? Was wollten wir probieren? Den hier, ne? Guck mal, der hat 4 leichte Kombos und 2 schwere und er kriegt 5 und 2. Also er verbessert sich dann noch. Der kriegt zum Beispiel nach einer Verbesserung nur noch einen schweren Kombo-Angriff hinzu. Und der kriegt nur einen leichten Kombo-Angriff hinzu. Das Ding kriegt zum Beispiel beides. Leicht und schwer. Gibt es eigentlich etwas, eine Waffe, die mehr als 3 schwere Kombos hat? Der Speer? Ernsthaft? Der hat auch 3. Das hätte ich nicht gedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Riesenaxt auf letzter Stufe... Wow. 7er Kombo. Alter Schwede. Und dann noch Angriffstempo. Damit wird man also immer schneller zuschlagen. Die Klauen haben Betäubung. Die sehen auch sehr elektrisch aus. Auch Angriffstempo. Naja, legen wir uns mal neue Waffen an und gehen auf ein Abenteuer. Waffen. Da hier alle ultra leichte Gegner sind. Treue. Waffen haben auch noch eine Geschichte, sozusagen Lore-Text. Der Poet erkannte sein unzureichendes Talent. Er legte den Stift nieder und arbeitete fortan auf dem Land. Schnell wurde seine blasse Haut dunkel und sein einst so schwacher Körper wurde sehnig und kräftig. Der Poet, der also hungerte. Ja, ja, das einmal zu mitnehmen, bitte. Und dann, wie wär's mit der Axt? Huch. Moment. Kampfmaschine vielleicht? Nee. Speere doch nicht. Doch. Bestienfluch ist ein Speer? Ja, meinetwegen. Okay, dann wollen wir hier... Ich mag diese Klauen, aber... Wir hatten ja gesagt, wir probieren mal dieses Ding, uralter Herrscher. Das hat echt eine gruselige Geschichte. Eines Tages plünderten Banditen ein Dorf, um ihre Familie zu schützen. Ergriff ein junges Mädchen einen Dolch, den sie gefunden hatte, und tötete einen davon. Die Familie war schockiert, doch die Banditen flohen und kamen nie wieder. Ausrüsten. Und da unten nehmen wir rein. Wir können natürlich ein kleines Schwert nehmen. Könnten aber auch... Keine Lust auf Maschinenaxt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie... Ja, lass mal Großschwert. Zur Abwechslung nehmen wir mal das jetzt. Cool. Dann probieren wir hier mal die Waffen ein bisschen durch. Und die Anführerin will was von uns. Ah hey, ich habe tatsächlich auch eine Bitte an euch. In letzter Zeit gab es viele Berichte über gefährliche Maschinen, die in der Wüste aufkreuzen. Das ist sehr ungewöhnlich, daher könnte das ein Hinweis auf eine größere Sache sein. Tja, ich habe gehört, dass ihr Yoha-Typen ganz gut darin seid, Dinge zu untersuchen. Meint ihr, könnt euch die... Ja. Danke, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann.
Ich werde unsere Verbündeten in der Wüste sagen, dass ihr kommt. Aber seid vorsichtig da draußen, okay? Immer doch, Baby. Außerdem bin ich viel zu stark. Hä? Wieso kann ich denn nicht speichern? Das ist ja komisch. Ich konnte vorher nicht speichern. Abfahrt. Pod 042 to Operator. Coordinates confirmed for location specified by Resistance Leader. Understood, 042. Placing marker on target. The desert heat is going to make resupply efforts difficult, 2B. Please make sure you're ready before you go. Mein Gott, ist das Ding schnell. Ich habe mit dem Dolch tatsächlich nie gekämpft, weil seine Reichweite so mickrig ist. Da oben der Weg ist voller Geheimnisse. Da geht's nämlich zurück zur Fabrik. Also wenn ihr jetzt hier hochgeht, ne? Dann kommt ihr zurück zur Fabrik. Und dort findet ihr auch das Großschwert von 2B, denn das ist nämlich weg. Ne? Man findet es erst dann dort wieder. Man muss das aufheben. Da fliegen kleine außerirdische Maschinchen rum. Oh! Goldene, siehst du? Das ist unser Level. Der ist Stufe 25, aber passt mal auf, was der einsteckt. Guckt euch das an. Guckt euch seine HP an. Oh, das wird ein langer Kampf. Oha. Ich mag diesen Speer. Ich weiß nicht, was das lore-technisch für kleine goldene Spinner sind. Auf jeden Fall, ihr seht, wie stark ich bin, und das dauert trotzdem eine verdammte Ewigkeit. Geil, die Angriffe sehen ja scharf aus mit diesem Speer. Kann man das nicht aufladen? Oh, voll rein. Ich kenne das so, dass man Speerangriff auch aufladen kann. Den scheinbar nicht. Ich kämpfe gerade so unvorsichtig einfach, weil ich nicht vorsichtig kämpfen muss. So, jetzt müssen wir die hier alle töten, sonst stirbt der Kleine nicht. Ein Glück sind die aber deutlich schwächer als der Kleine, auch wenn das keinen Sinn ergibt. ...4000 macht der Speer. Das ist eine Menge. Und das in vier Richtungen dann. Häufiger mal die Waffen zu wechseln ist von großem Vorteil. Denn manchmal schmeißt du ihre Waffen auch in einer Kombo ziemlich weit weg. Dann könnt ihr mal eben switchen und direkt mit der neuen Waffen in der Hand weitermachen. Denn das Switchen geht ultra schnell und ist ein Teil des Kampfsystems, dass man es kann. Ziemlich viel Geld, was sie hinterlassen. Ab in die Wüste. Wenn ich zwischendurch nichts sage, dann, weil ich diese Musik genieße.
Sie stolpert im hohen Sand. Das Schwert sieht aus wie eine normale Katana, ne? You're from Yorha, right? I've heard about you guys. We've got a squad mate waiting in a rocky stretch up ahead. Head on over. Just remember that there's nowhere to resupply out there. If you need anything, best to take care of it here while you can. What can I help you with? Das ist einer der wenigen NPCs, also einer der wenigen super unwichtigen NPCs, die eine Stimme haben. Die meisten sind wirklich Text. Was hast du denn da für 5000? Oh, da war irgendwas. Gegenstandscan. Wenn man sich das in den Kopf schraubt, sieht man Gegenstände auf der Minimap. Oh, meine Stimme war kurz mal weg. Das brauche ich aber nicht. Tschüss, Junge. Boom. Guck mal, 54. Das ist mein Level. Also, zwischendurch. Wer weiß, vielleicht werden es jetzt auch immer mehr. Jetzt haben wir einen 25er gesehen. Wieso hebst du das nicht auf? Auch hier in der Wüste gibt es viel zu entdecken und zu erforschen. The Council of Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. Currently, our struggle against the machine life forms is at a stalemate. This battle has raged for far too long. I am sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon want nothing more than to return to Earth. Glory to mankind. Those council broadcasts are always so stiff. Report. So, jetzt kann ich... Notification received from access point. Wie geil. Kann ich jetzt wieder reden oder werde ich von euch unterbrochen? Also, es gibt hier eine Menge zu entdecken. Links, rechts, kleine Canyons, Wege, die man nur durch Springen erreichen kann. Vor allen Dingen muss man erkennen, dass man diese Wege erreichen kann durch Springen. Die sind nämlich ein bisschen versteckt um Mundo. Und ich rühme mich nicht. Oder ich würde nicht behaupten, hier alles gefunden zu haben. Ganz im Gegenteil. Wenn ich nur darüber nachdenke, dass ich gerade mal 40% aller Archive gefunden habe, und gerade mal 51% aller Waffen im Spiel, dann wird mir schlecht. Dann frage ich mich ernsthaft, wo ist der Rest? Ich glaube, die Maschinen werden gleich noch viel stärker, um ehrlich zu sein. Ich denke, das hängt mit den Kapiteln zusammen. Der Elch war ja auch eben schon 54. Pods haben verschiedene Angriffe. Das ist jetzt ein Raketenpod gewesen. Warum piept er hier so aufgeregt? Was ist denn hier? Vielleicht auf dem Dach? Oder hier unten? Nee. Ich weiß aber nicht, wie ich auf das Dach kommen soll. Oh, sie schafft das wahrscheinlich. Ja. Echt jetzt? Er guckt nach unten, kann das sein? Ach, das... Oh! Es ist unter uns. Wie soll man denn da hinkommen? Ich glaube, ich war doch nie da unten drin. Oh! Silbererz. Ach nö, dafür den ganzen Aufriss.
Da sieht man auch auf der Minimap zum Beispiel in diese Richtung so zerfurchte Gegenden, wo man längs gehen kann. Und diesen farblich auch ein bisschen hervorgehoben. Man kann zum Beispiel... Das ist eine Brücke, das ist ja merkwürdig, nicht wahr? Und wenn man jetzt hier reingeht, dann stellt man fest, man kann gar nicht nach links und rechts. Das heißt, der Links- und Rechtsweg ist einfach woanders. Also entweder über euch oder unter euch. Hey, ich mag diesen Speer. Der funktioniert wirklich als Axt. Also viel. Man konnte mit dem auch echt coole Kombos ziehen. Genießen wir die Freiheit, jede Waffe benutzen zu können, die wir wollen. Solange wir die Gegner noch sehr, sehr schwach sind. Ich glaube, die werden uns noch einholen, dass sie dann wirklich auf Level 50, 60 eingestuft werden bald. Hey, our leader told me all about you. Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like it. So, Jackass, was it? What are you doing all the way out here? Hm? Oh, that? Well... Wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? Danke, Knallkopf. Als Hardcore-Kampf-Android hätte ich eine Blechwand bestimmt nicht beiseite schaffen können. Who opens a sealed gate with explosives? There's gotta be an easier way, right? Man, da lebt immer schon keiner mehr, wenn ich mit der großen Waffe Schwung holen will. Tada! Wüsten. Ich hasse Wüsten. Wir erforschen diese Wüste mit dieser wunderschönen Background-Melodie in der nächsten Episode. Seid nicht traurig, dafür gibt's einen Bosskampf. In der nächsten Episode, nicht jetzt. Also, vielen Dank fürs Zusehen, meine Freunde. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.